Die beliebte Waffel aus Österreich, nämlich Manna, gibt es auch als Eiscreme im Becher. Ja, Manna-Eis im Becher, jetzt im Test. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Heute testen wir eine beliebte Waffel als Eis. Manna-Eis. Die Manna-Waffel gibt es offiziell jetzt als Eiscreme. Ganz frisch jetzt im April 2023 bekommt ihr die im Supermarkt nach und nach. Kann auch sein, dass der Supermarkt ein bisschen länger braucht. Wenn er es noch nicht hat, sprecht ihn darauf an, wie das immer so ist. Nicht jeder Supermarkt bestellt ist, weil er manchmal gar nicht weiß, dass es das Produkt gibt. Und die sehen das nicht automatisch im System. Ja, Eiscreme mit Haselnuss, Sahne und Schokoladensoße. Und Haselnuss-Krokant. Das ist auch noch ganz wichtig, habe ich schon gesehen. Ist da, glaube ich, auch mit bei. Wenn ich das vorhin richtig irgendwo mal gelesen hatte. Ja, Haselnusskrokant ist mit bei, bin ich Riesenfan von. Ich liebe ja Haselnusskrokant. Also bin ich mal gespannt, was es kann. Was schade ist, das kann ich vorher schon mal sagen, es ist keine Manna-Waffel mit drin. Es sind also keine Waffelstückchen enthalten. Das hätte es, glaube ich, noch geiler gemacht, meiner Meinung nach. Ich weiß es ja noch nicht, denn ich habe es noch nicht probiert. Aber ich hätte es mir fast gedacht. Es wird aber darauf hingewiesen, es schmeckt perfekt dazu. Also ihr solltet vielleicht eine Manna-Waffel dazu essen. Ist natürlich auch eine gute Idee, eine Manna-Waffel einfach dazu zu essen. So als Eiswaffel sozusagen. Könnte man ja auch machen. Ja, Fairtrade das Eis. Manna Wien, hergestellt vom DMK, also Deutscher Milchkontor. Die machen ja öfter solches Lizenzeis, können die aber auch ganz gut. Ihr bekommt ja 473 ml Eis oder 342 Gramm. Preis kann ich euch nicht sagen, denn Deutscher Milchkonto hat mir das zugeschickt, damit ich schon probieren darf. Ich tippe aber mal 3,99, würde ich jetzt für den Becher tippen, meiner Meinung nach. Das ist so die Erfahrung der letzten Jahre. Was haben wir hier? Haselnuss-Eiscreme mit Eiscreme. Ach, Haselnuss-Eiscreme und Eiscreme. Da ist also noch eine andere Eiscreme drin. Das war es jetzt mit Sahne, 28%, Haselnuss-Krokant mit 7% und Schokoladensoße. Erste Zutat ist entrahmte Milch, Sahne, Zucker, Molkereierzeugnis. Dann kommt der Glucose-Fructose-Sirup, der ist ja Standard geworden. Haselnüsse sind mit drin, Glucose-Sirup, Kakao, Kakaomasse, Kakaobutter ist auch mit dabei. Es ist natürliches Vanillearoma dabei. Speisefettsäuren, Stabilisatoren, schon standardmäßig, ein bisschen Milchsäure. Relativ kurze Zutatenliste, muss ich sagen. Natürlich dieser Glucose-Fructose-Sirup und Glucose-Sirup zusätzlich. Ich bin da immer nicht der Fan von, aber ich weiß, warum das in der Industrie gemacht wird. Ich würde mir aber freuen, wenn das in Zukunft nicht mehr so oft drin ist. 100 Gramm haben 251 Kalorien, haben auch Fett durch die Nüsse, wird natürlich auch mit drin sein. Und insgesamt ist auch Fett so enthalten. 28 Gramm Zucker pro 100 Gramm und 0,12 Gramm Salz. Ja, das ist es. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich mache das jetzt auf, packe euch das Formchen auf den Löffel. Ah, es wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass man es wirklich kombinieren soll. Aber ich packe euch das jetzt formschön auf den Löffel, zeige euch das in der Nahaufnahme, gehe also mal richtig tief rein vor in den Becher und dann werden wir es probieren. Und ich bin gespannt, wie es schmeckt und ich bin froh, wenn ich das jetzt mal nicht in der Hand halten muss. Seit 2 Minuten 55 habe ich dieses Eis jetzt schon in der Hand und es ist echt kalt noch. Also, bis gleich. Und so schaut das Manna-Eis dann aus. Wir sehen also diesen Swirl, der hier gegeben ist von den verschiedenen Eissorten. Wir sehen die Schokosoße und wir sehen auch Haselnuss-Krokant-Stückchen. Das ist es auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt einfach so auf den Löffel mal angucken, wenn wir in den Becher reingucken, sieht man es auch. Also man muss sich einmal durchkämpfen. Da fängt dann dieser Schokosoßen-Swirl an. Wenn ich mich jetzt also weiter durchgraben würde, würde der noch stärker vertreten sein. Aber das ist es halt. Das ist das Manna-Eis im Becher. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es hat einen richtig krassen Haselnussgeruch. Finde ich sehr, sehr ansprechend. Aber mal gucken, ob es jetzt auch geschmacklich überzeugen kann. Und machen wir jetzt ganz schnell das Wichtigste. Wir gehen ins Probieren. Und jetzt wird probiert. Und ich bin gespannt, ob es was kann. Es riecht wirklich gut. Muss man sagen, also wenn Eis schöner Haselnuss riecht, das heißt ja wirklich schon was. Ich nehme jetzt mal oben was von dem etwas angeschmolzenen Eis schon mal. Oh ja. Für Haselnuss-Fans. Du hast ständig Krokant, auf was du rumbeißt. Es schmeckt wunderschöner Haselnuss. Du hast diesen leicht typischen Manna-Geschmack. Hier ist ein bisschen mehr Soße. Lecker. Also kannst du jetzt einfach so weglöffeln.
Boah, ich kann gar nicht aufhören. Also echt gut. Ich bin kein großer Haselnuss-Fan. Wenn es um Eis geht. Aber das finde ich halt hier gerade geil. Du hast halt so einen schönen Haselnuss, du hast diesen typischen Manna-Haselnuss-Geschmack. Du hast diese Krokantstücke, die so ein bisschen die Waffel natürlich imitieren. Dann aber wieder dieses neutrale Creme-Eis, was halt die Cremigkeit trotzdem schön bringt. Und diese leichte Schokosoße. Es ist einfach ein sehr, sehr gutes Eis. Es ist sehr luftig, das merkt man. Es könnte noch vielleicht noch ein bisschen kompakter sein. Das würde ich mir so ein bisschen geiler finden. Aber so ist das ein super gelungenes Eis. Kannst du nicht viel Negatives zu sagen. Also ich sag, mit Waffelstückchen hätte ich es vielleicht noch geiler gefunden. Natürlich mit Waffel dazu essen. Aber das ist jetzt wieder Jammern und Meckern, hohes Niveau. Wer Haselnuss-Eis mag, wird das Eis mögen. Wer Manna-Eis mag, oder wer Manna mag, Manna-Eis, weiß man noch nicht. Wenn ihr Manna mögt, werdet ihr es auch mögen. Punktemäßig, 4,5 von 5. Wirklich sehr, sehr verdient. Sehr, sehr, sehr lecker. Also, ich finde es sogar ein bisschen geiler als das Franzbrötchen-Eis. Ich finde das Franzbrötchen-Eis auch super lecker. Aber das Manna-Eis ist, glaube ich, das Highlight der ganzen Eisserie, die Deutsche Milchkunter dieses Jahr gebracht hat. Das ist nochmal so ein Ticken geiler. Es hat einfach so einen richtig schönen Geschmack. Du hast die ganze Zeit jetzt noch Haselnuss im Mund und ein bisschen Schokolade. Zu dieser Knusper-Krokant. Ich bin vielleicht auch Krokant, durch diesen Krokant-Fan, vielleicht auch so ein bisschen zu euphorisch, weil ich Krokant halt mega geil finde im Eis. Ich liebe es, auf Haselnuss-Krokant zu beißen. Aber 4,5 von mir, für euch vielleicht eine 4, aber ihr macht nichts mit falsch, wenn ihr das kauft, wenn ihr Manna-Fans seid oder Haselnuss-Fans. Also sehr, sehr leckeres Eis. Kaufe ich mir nochmal. Also wenn ich es im Supermarkt sehe, nehme ich es mir nochmal mit. Ich bin gespannt, wie ihr es finden werdet. Ist das Eis insgesamt was für euch? Werdet ihr es überhaupt kaufen? Mögt ihr Manna-Geschmack? Habt ihr es schon probiert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Food-Schauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Ciao, euer Bob.